Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Build zu Minecraft mit dem Snapshot 15w31a. In dieser Adventure Map werde euch zeigen, wie ich die Adventure Map mache, und ihr dürft wählen, was ich für Räume machen soll, was ich genau machen soll und so weiter. Mehr Infos findet ihr in meinem Forum und dort könnt ihr auch abstimmen. Und bitte die Räume per dracobasler@gmail.com abschicken, also dass ihr einfach eine Beschreibung macht über diesen Raum. Ihr müsst es nicht mir hochladen und dann füge ich den Raum irgendwie ein, sondern ich möchte einfach genau wissen, wie der Raum aussehen soll. Das dürft ihr wählen, was es genau in diesem Raum gibt, wie er ist, also welches Genre hat, oder ja, entweder Jump'n'Run, Rätsel, Kampfraum und so weiter, und wie groß er sein soll, wie klein er sein soll, wie schön er sein soll und so weiter, welches Thema er bietet, unterschiedlich. Und wir machen jetzt eine neue Welt, die nennen wir Draconic Laborium. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ich denke, es ist richtig. Wir lassen überleben, machen hier Cheats an, Bonustruhe aus, Welttyp machen wir Flachland und machen hier, wie kann ich das enden? Hier machen wir hier nicht Gras, sondern Stone, oder wir machen Wolle? Nein. Was machen wir? Ja, komm, Stone. Damit die Schleime, die Schleime können auch auf Stein spawnen. Auf was können sie nicht spawnen? Glas. So. Dirt ist gut, Bedrock ist gut. Also ich mache jetzt mal kurz nur eine Schicht. Oder ich mache das weg, genau. Mach das weg, so, dann haben wir eine Bedrock-Schicht und eine Glasschicht, und W-Lage machen wir aus, so, ja, dann machen wir noch ein Punkt, Komma, so, und Vorlage benutzen. Ich will aber gerade, ich verstehe nicht, ich will die Vorlage doch benutzen. Na toll, jetzt haben wir schon das erste Problem. W-Lage weg. Eigentlich brauchen wir das Punkt, Komma nicht. Und Dirt weg. So, sollte eigentlich so gehen, oder? Vorlage benutzen. Ja, dann nehmen wir halt so eine. Dann nerven halt die Schleime. Aber das können wir irgendwie nicht so beeinflussen. Cheats erlauben an, Flachland, Bauwerk generieren aus, neue Welt erstellen. So, jetzt haben wir eine Flat World und jetzt kann ich euch erklären, wie das so eigentlich geht. Ich muss nur noch kurz ein paar Game Rules anmachen. Weise, damit wir, wenn wir Creeper zum Explodieren bringen und so, nicht dann plötzlich, dass die Spiele dann rausgehen oder so. Die dürfen raus, natürlich, aber das Ziel ist ja, die Adventure Map so zu spielen, dass man eigentlich nicht raus dürfte. Also, wenn ihr Portal kennt, also das Spiel Portal 2, dann wisst ihr ungefähr, es gibt immer wieder Räume, und die Räume haben Rätsel, die haben Kämpfe, die haben alles Mögliche. Und bei mir ist es einfach in Minecraft, aber nicht so wie bei Portal alles modern oder so, sondern unterschiedlich. Also jeder Raum hat etwas Spezielles und an sich, und ich möchte nicht langweilige Räume machen. Ich will die Räume so intelligent, so cool und so wie möglich machen, und natürlich ist dann manche Sachen sind dann kaputt oder so, und ich habe gedacht, wir machen auch GLaDOS, aber der heißt dann einfach DRA-DOS oder weiß es nicht genau. Also alles kann dann während des Let's Plays noch geändert werden. Ich will sowieso das Modpack, das ich jetzt mache, so community-freundlich möglich machen, dass ich die Fans Verbesserungswünsche die annehme, die sie wünschen und alles mögliche, also dass die Fans eigentlich diese Map bauen. Also ich baue und ihr wählt, was ihr machen, was in der Adventure Map sein soll. Und eben, dann gibt es noch den Film Cube, Cube 2, glaube ich Hyper Cube oder so etwas. Und das ist ungefähr das gleiche. Da geht man, also da ist man gefangen in einem Würfel, der Würfel besteht aus tausenden Würfeln und dann wieder tausend Würfel und wird weiter größer. Und da muss man den Ausweg finden. Und manche Räume sind richtige Fallen. Und solche Fallenräume möchte ich auch machen, aber nicht so, dass man dann stirbt. Also man stirbt schon, aber dass man natürlich weiterspielen kann und nicht irgendwie, also nicht, dass es Hardcore ist oder so. Außerdem möchte ich Keep Inventor... falsch. True. Ich möchte, dass die Spieler natürlich das behalten können. Oh, jetzt habe ich wenig Ding. Ich habe nicht genau. Das müssen wir dann schauen, wie wir das machen. Wir wachen einfach in einem Raum auf. Okay. Also, dann gehe ich in Game Mode 1 und mache mal den ersten Raum. Ich habe so gedacht, wir machen die Räume aus. Also das Außen ist aus. Wo ist das Eisen? Eisenblöcke. Da. Das ist ganz anders als in meinem Texture, also im Sparks Pure BD Craft. Wir machen die Außenschicht aus Eisen. Ich hoffe einfach, dass die Leute dann auch hier spawnen, die neu die Map betreten. Sonst müssen wir das irgendwie ändern. Wir machen dann natürlich auch viel mit Redstone und mit Redstone können wir viel machen, mit Comment-Blöcken und so weiter. Und eben, ich mache jetzt mal ein Tutorial und danach kann jeder dann einen Raum wünschen und ihr werdet dann einfach an einer Warteschlange weitergereicht. Und die besten Räume kommen natürlich zuerst und dann einfach weiter. Wenn ihr schnell seid, kommt ihr natürlich früher dran mit eurem Raum und wenn ihr langsam seid, kommt ihr später dran. Und ja, schlechte Räume werde ich wahrscheinlich gar nicht bauen, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr ein bisschen bessere Räume machen könnt, als ich ausdenken, weil ich auch wenig Zeit habe und einfach keinen Bock irgendwie habe sozusagen. Also ich werde sicher immer wieder eigene Räume machen, planen, aber nicht so, dass ihr da nicht mehr dran kommt mit euren Räumen oder so. So, machen ein Doppelbett. Dann zu noch eine Truhe auf die Seite. So, und immer in den Räumen, also in den Räumen ist immer das Rätsel und nach dem Raum geht es hier weiter, also zum Beispiel hier so, geht es hier weiter und immer nach einem Raum steht, wer es gebaut hat und ja, wenn er irgendwie eine Auszeichnung bekommen hat durch mich oder so, dann steht ja, Auszeichnung bekommen oder so etwas, irgendwas. Und ich werde natürlich die Auszeichnung Ding, also wenn ich jetzt wirklich einen Raum super finde, dann werde ich ihn natürlich auszeichnen und auch ins Forum stellen. Und wer das nicht will, also wer nicht will, dass der Raum euren Namen trägt oder so, das dürft ihr dann in die Ding auch schreiben, in die E-Mail. Und eben die besten Map-Einschicker und so werden sicher auch bevorzugt irgendwie, indem sie die weiteren Räume schneller im Spiel haben und so weiter. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass viele mitmachen und dass mein Prinzip jetzt nicht kopiert werden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jemanden schon nachmache. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Aber ich finde es einfach eine super Idee und ich werde sicher... Also eigentlich ist nur das, dass es eine Portal und Cube bisschen Nachmache ist. Und sonst ist eigentlich alles von mir eigentlich erfunden, auch wenn es in anderen, also in manchen Spielen wahrscheinlich schon gibt, in manchen Adventure Maps. Das kann ich leider ja jetzt nicht sagen, weil ich eben nicht nachschaue. Und wenn es Copyright-Rechte gibt und so, ich habe es eben nur ein bisschen nachgemacht. Eigentlich hätte ich die Idee wahrscheinlich auch selber gehabt, weil ich liebe einfach so Spiele, wo man einfach irgendwo raus muss und Rätsel machen muss dadurch und so. Und auch als Dungeon, also die Dungeons von The Legend of Zelda zum Beispiel, so Prinzip werdet ihr natürlich auch sehen und in dieser Adventure Map und so weiter. Und alle 10 Räume werde ich veröffentlichen, dann könnt ihr es runterladen und selber zocken oder selber weiterbauen für euch oder dort die Räume dann testen und ja, mal schauen, wie das geht. Aber es ist natürlich noch klar, dass am Anfang noch nicht so viele Räume eingesendet werden und das ist einfach, da ich ja noch nicht so berühmt bin auf YouTube, kann das schon ein bisschen dauern. Aber ich werde es immer, also eben das Let's Build, ich werde immer alles im Let's Build bauen und zeigen und auch ein bisschen beschreiben und so weiter. Ich sage es natürlich jedem. Jeder Name sage ich, wo, wenn er es will. Und ja, also wir schreiben hier drauf Herz, nein, wir schreiben nicht herzlich willkommen. Wir schreiben, wahaha, du bist jetzt in dieser Kluft, in diesem Labor. Willkommen. Willkommen im Minecraft Test Labor für Spaß. Was wollen wir schreiben? Also das ist jetzt nur ein Prototyp, wahrscheinlich werde ich das danach mal wieder umändern. Ihr dürft mir natürlich Vorschläge bieten, wenn es nicht so gut ist oder so. Ihr dürft mir auch Kritik geben und so weiter. Also das, für das ist alles, ja, dafür bin ich auch so interaktiv, oder? Damit ich auch das bestmöglich machen kann, dass es nicht langweilig wird und so. Und ja, also eben Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, Kritik und so sind immer willkommen. Und könnt es auch per PN oder per E-Mail schreiben für größenwahnsinnige Helden, für Furchtlose. Helden mit wenig Todesangst. Ich bin die KI DRA-DOS. Wie schreibt man das? So. Wie schreibt man GLaDOS? GLa ist, glaube ich, groß und DOS ist klein. Und habe für euch viele Herausforderungen ausgedacht. Bei Hilfe wird euch nicht geholfen. Alleiniges Weiterkommen. Ja, nein. Das ist immer am schwierigsten, den Anfang zu machen, auf ein Schild zu schreiben, das viel zu klein ist und schon ein bisschen nervt. Bei Hilfe wird euch nicht geholfen. Selbstständiges Vorankommen ist Pflicht. Es gibt nicht mal in meinem Forum, es gibt nicht mal auf YouTube Hilfe. Ihr müsst es alles selber machen, und wenn ihr bei YouTube nachschaut nach Hilfe, dann werdet ihr ermordet. Völlig zerstückelt, wie bei Cube, der Film. So richtig mit Laser zerstückelt, mit Sniper abgeschossen, und dann kommt ihr in einen Hard-Mode und müsst alles 1000-mal schwieriger machen. Also, viel Spaß. So. Das ist jetzt einfach mal ein Prototyp. Es wird natürlich alles besser gemacht, aber ich möchte einfach mal anfangen, diese Test beinhaltet Jump and Run, Jump and Runs, Kämpfe, Rätsel, so, Suchspiele und jede Menge Räume. Raumstand 1. Das ist jetzt einfach dieser Raum. So, dann gehen wir mal weiter. Kann man das so lesen, wenn das drin steht? Schlaf. Aufwachraum 0000001. Erfinder. Ja, wie soll man das nennen? Wer hat den Raum Architekt? So, Drago Basler. Jo. Dann heißt das immer ein Schild nach einem Raum. Kommt immer ein Schild. Der Raum kann, also der Gang kann natürlich auch breit sein, aber für den Anfang möchte ich es gerne ein bisschen eng machen. Und irgendwie muss ich die Schleime wegmachen, aber wie kann man die Schleime wegmachen? Einfach Stacheln oder so hintun? Ach, ich brauche World Edit Mod oder so, aber der gibt es nicht für Snapshot. Spinnennetze hintun. Ich weiß es jetzt nicht. Was könnte man am besten machen? Endrot, was ist denn das für ein... Okay. Was ist das? Was macht das? Macht das etwas? Hallo? Das ist einfach nur so ein... Oh, yay! Die Schleime greifen ja an, die sind so böse. So, aber jetzt werde ich einen weiteren Raum machen, dass wir in diesem Part schon mal etwas mehr haben als nur... ja, einfach nur Gerede und ein bisschen Gebaue. So, der nächste Raum wird natürlich größer. Da müssen wir mal die Tutorials einfach machen. Im Forum gibt es eine Liste, was schon mal geplant wird. Und eben, wenn ihr schreibt, wenn ihr einen Raum erfinden wollt und das per E-Mail schickt, dann müsst ihr am besten noch angeben, was für ein Typ es ist, zum Beispiel Jump'n'Run oder Kampfraum. Und ich mache immer abwechselnd solche Räume. Und wenn, wenn jetzt zum Beispiel der erste einen Kampfraum einmacht, dann ist der Kampfraum der nächste. Also der nächste Kampfraum ist dann euer Kampfraum. Und das ist aber auch nicht in der Mitte. Ich will es nicht in der Mitte haben. Es ist irgendwann egal, wie die Räume angeordnet sind. Und vielleicht geht man auch oben dann ein bisschen weiter zurück wieder und dann wieder auf der Seite links durch und so. Sollte halt auch ein bisschen schön von außen aussehen. Für die Leute, die dann einfach rausgehen und es mal von außen anschauen wollen und so weiter. So, wir machen einen länglichen, einen breiten Raum. Einen breiten. So. Und eben, die Räume sehen immer anders aus. Ich will jetzt nicht immer andere gleiche Räume haben oder so. Ich will immer andere Räume haben. Und von innen sieht es natürlich immer anders aus. Das ist jetzt immer nur die Außenschicht. Der Aufwachraum, der lasse ich mal aus Eisen von innen. Und die nächsten Räume werde ich natürlich noch ein bisschen ausstopfen. Ein bisschen polstern oder so. Diesen Raum werde ich zum Beispiel aus Wolle machen, ein bisschen. Aus grüner Wolle, giftgrüne Wolle. So. Ja, so reicht. Gut. Also, wie wollen wir jetzt genau diesen Raum machen? Es wird ein Jump'n'Run-Raum sein am Anfang. Oder nein, ein Rätselraum. Genau. Wir machen giftgrünen. Ein giftgrünes Raum, wo ein Schalter versteckt ist. Genau. So. Jawohl. Ich will lieber gefärbter Ton. So. Machen wir den Raum. Die Wände mache ich hellgrün. Mit hellgrünem Ton. Aber der Boden mache ich aus dunkel. Ja, einfach kaktusgrüner. Ja, hellgrün gefärbter Ton. Und dann mache ich die Wände aus... Oder grün, also dunkler noch. Sollte ja schön aussehen. So. Und wo wollen wir den Schalter denn hin tun? Wir machen ein sehr schweres Rätsel. Wir tun den Schalter genau neben die Tür. Jetzt muss ich aber noch schauen, wie das ungefähr dann machen muss mit Redstone. Gehen eigentlich Redstone-Schaltungen, also wenn man die Räume, also wenn man das Redstone hinter den Eisenblock macht, wird es dann weitergeleitet. Also dass man die Redstone nicht sieht, weil es hinter dem Ding ist. Das muss ich mal ausprobieren. Wir testen einfach mal, weil ich kenne mich nicht gut mit Redstone aus. So, machen wir den Hebel hier und dahinter machen wir so einen Weg. Gut, dann hier eine Fackel, zum Beispiel hier noch eine Fackel. Ja, aber so, also das wird mal geleitet. Aber die Fackel muss aus sein. Irgendwie geht das nicht. Machen wir die Fackel weg. Und eine Redstone. Nein, es geht nicht. Dann muss ich das anders machen. Dann mache ich halt hier einen Redstone-Block hin. Ja, es geht gar nicht. Hier einen Redstone-Block hin. So. Und hier einen Schalter hin. Das geht auch nicht. Das geht immerhin, aber das sollte aber auch nicht sichtbar sein. So. Voll noobisch. Also jetzt ist er an. Hä? Ja, das ist wegen dem, wegen dieser Fackel. Wie soll ich jetzt das machen? Dann kommt hier der Raum hin. So. Die Monster nerven. Okay, wenn jetzt hier der, der Weg weitergeht, dann muss hier also irgendwie an die Tür kommen. So. Und wenn hier jetzt die Tür ist, muss ich auch wieder auswählen. Dann machen wir eine Eisentür natürlich. Wenn ich jetzt hier den Schalter drücke, geht die Tür auf. Okay. Wow! Hey, das ist sowas von kompliziert, ein komplizierter Mechanismus, dass ich schon fast staune. Extrem, ich bin sowas von überrascht. Oh, das werde ich noch ein bisschen verstecken. Oh, ist das gut versteckt. Wahnsinn. Kommt man jetzt hier dran? Kommt man hier dran? Ja. Okay. Gut. Und jetzt mache ich überall hier diese Half-Steps hin. Ah Mann, ich bin nicht im Game Mode 1 wieder. So. Raum zumachen. Also eben, das ist jetzt einfach mal ein Prototyp vom Raum 2. Und dann werde ich natürlich noch besser machen im nächsten Part oder im übernächsten Part oder irgendwann. Und sollte jetzt auch nicht allzu kompliziert sein für die ersten Räume. Der Schwierigkeitsgrad wird natürlich immer wieder weiter steigen. Und eventuell gibt es dann gigantische Räume am Schluss. Und mein Plan ist es einfach, dieses Projekt immer weiterzumachen, bis wirklich niemand sich mehr interessiert für dieses Projekt, und sonst kann ich das auch mal nicht zeigen und so weiter. Aber für euch muss es einfach gut sein, dass ihr euch nicht spoilern lässt, außer ihr macht das irgendwie später, wenn ihr es wieder vergessen habt. Und ja, eben das Projekt, also das Let's Build, das spoilert halt, da müsst ihr damit leben. Oder ihr macht die Räume zuerst und dann schaut ihr mein Let's Play oder so, also mein Let's Build und so weiter. Also dann machen wir noch ja, Räume hier. Ich möchte das gerne hier auch offen machen. So, kann man hier rein? Nein, so nicht. So. Ich konnte auch mehrere Türen machen. Aber dann muss ich die wieder irgendwie verbinden können, oder? Oder ich könnte eine Kiste hinmachen, wo der Schalter drin ist. Dann geht die hier hin, könnt rein. Dann muss man aber den Schalter finden und nicht die... Ja, den Schalter für die Tür. Genau, ich mache das so. Gut, aber ich möchte das Video jetzt, der erste Part, auch nicht zu lange machen. Wir machen im zweiten Part dann den Raum weiter und ja, sendet mir eben Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, Raumarten, also eben Räume, wo ihr selber macht, und in die Kommentare vom Video dürft ihr auch schreiben, wenn ihr das eine Kritik habt oder so. In Form ist es aber natürlich auch besser aufgehoben. Ja, fürs Erste schreibt mal, wie es euch gefällt, wenn ich eine solche Adventure mache, und was ihr genau besser haben wollt, was ihr so denkt, was ihr sehen wollt. Und natürlich wird das alles von mir natürlich getestet. Das werde ich dann im Let's Build natürlich auch machen. Und ich zeige eigentlich alles, was ich auf dieser Map mache, am besten. Und tut mir leid, wenn es halt langsam vorangeht, weil ich habe ja auch andere Let's Play-Projekte. Ich habe im Forum Sachen zu machen, ich habe überall Sachen zu machen, aber ich mache so viel wie möglich, so schnell wie möglich am besten. Und also hier seht ihr eigentlich, wie das dann aufgebaut ist. 1 Raum, 2 Raum, 3 Raum, 4 Raum, 5 Raum, dann 100 Räume, dann 1000 Räume. Und geradelinig muss es auch nicht sein. Es kann zum Beispiel mal eine Abspaltung geben. Dann geht es links zu Raum 16 und rechts zum Raum 17. Und dann kommt man zum Raum 18 wieder zusammen oder so, oder später erst zusammen. Und alles so. Also es ist... Ich werde es nicht geradelinig machen natürlich. Das ist wichtig. Und ihr dürft alle Räume machen natürlich. Ihr dürft immer wieder zurückgehen. Was ich einfach machen will, ist, dass ihr irgendwie die Items dann wieder pro Raum zurückgebt, die ihr dort gesammelt habt. Zum Beispiel von einem Zombie, Fleisch und so weiter. Und natürlich muss auch alles ausgeleuchtet werden. Und wenn es halt irgendwo ein Monster spawnt, dann ist es auch noch eine extra Herausforderung, oder? Aber ich werde schauen, dass halt einfach alles gut genug ausgeleuchtet ist und dass es auch möglich ist, wenn tausende Monster spawnen. Sonst müsst ihr halt kurz das, die Welt kurz neu betreten, damit die Monster wieder weg sind, oder mir Bescheid sagen. Nee, ich höre auf jede Kritik, auf jeden Wunsch, auf jede Dankesagung und alles. Und ich werde auch die Kommentare natürlich beantworten, die E-Mails beantworten und so weiter. Also, Dankeschön fürs Schauen des ersten Partes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, es ist halt eher so ein Part, wo ich es ein bisschen beschreibe. Die besseren Parts kommen natürlich dann auch später wieder. Und ich sollte hier noch einen Schalter hin tun, aber soll ich das machen? Mache ich das am besten so. Habe ich jetzt hier irgendwas abgerissen? Den Schalter, okay. Dann mache ich hier so. Und den Schalter, damit ihr wieder zurückgehen könnt. Schalter hier, Schalter dort. Und so weiter. Gut, den Schalter hier unten. Genau. Hier oben noch eine Fackel. So, aber das reicht jetzt. Dankeschön fürs Schauen des ersten Partes. Der zweite kommt sobald. Denke, Dienstag kommt der zweite Part. Der Dienstag ist der 4.8.2015. Und ja, viel Spaß und bis dann. Euer Drago Basler. Tschüss.